Also Leute, hier ist wieder Dracklinus mit Let's Play Bloodborne. Im letzten Part haben wir den ersten Boss, die Kleriker-Bestie, erledigt. Wohlgemerkt, ohne zu sterben, was ich richtig merkwürdig finde, selbst jetzt noch. Wir haben es kurze Zeit später und ich habe immer noch ein bisschen Herzklopfen von der, weil die war heftig, irgendwie, von der Animation, die war sehr schnell. Und ja, als Belohnung durften wir aufleveln. Und das haben wir getan. Das haben wir getan. Wir sind jetzt Level 14 und ich habe meine Vitalität und meine Ausdauer jeweils um 2 Punkte erhöht. Außerdem können wir mehr Sachen kaufen. Aber jetzt sind wir hier im Hub fertig und ich würde sagen, wir gucken, was wir in der großen Brücke erreichen können. Von hier aus sehe ich nur noch 2 Wege, die ich gehen könnte. Ich könnte versuchen, zurück zu diesem Fahrstuhl zu kommen, der wahrscheinlich immer noch nicht aktivierbar ist. Wobei, ist es denn ein Fahrstuhl? Dieser Hebel, den ich halt nicht umdrehen kann. Das andere, was bleibt, ist an dem Steinklopper vorbei, an den Wölfen vorbei und in die Kanalisation. Was ich persönlich als Weg nicht mag. Aber da fragt sich eigentlich, ist die andere Lampe nicht eigentlich näher dran? Da muss ich dann vielleicht ein paar kleine Viecher mehr töten, aber ich könnte mir den Steinklopper sparen. Ich würde nur ein paar Low-Level-Grunts töten. Das Zentrum von Yharnam. Hier geht es jedenfalls nicht weiter, ne? Genau. Ich bin hier... Aber warte mal, bin ich dann hier nur hingekommen, um aufzuleveln? Das heißt, die Kleriker-Bestie kann man sich schenken? Oder habe ich irgendwas getriggert? Dann ist auf jeden Fall der Steinklopper. Das ist eine Sache, die existiert. Hier ist ansonsten nichts. Wirklich nichts. Für alle Fälle aktiviere ich mal meine Molotow-Cocktails wieder auf den Quickslot. Genau dich wollte ich haben. Ein großer. Die Vincent Ravens gucken schon wieder auf mich. Reichliches Umgebungspoppen im Hintergrund. Okay. Wenigstens habe ich mir so schon mal einen Gefallen getan. Ich schaffe die beiden aus dem Weg und kann dann gegen den Steinklopper besser kämpfen. Und jetzt, den da töten und weg! Weil der Steinklopper es absolut nicht mag, wenn ich in sein Revier eindringe und seine Rabenfreunde töte. Warum machst du nichts? Im Vergleich zu der Kleriker-Bestie ist der doch echt ein bisschen ein Step down. Schade, ich krieg kein Leben mehr zurück. Aber 4 Blutfiolen. Mann, die wandern alle hoffentlich ins Lager. Ich hoffe es mal. So. Ja, Kanalisation it is. Weil einen anderen Weg sehe ich hier einfach nicht. Dafür muss ich an den Wölfen vorbei. Alle beide. Komm her. Komm her. Komm her. Lass deinen Freund, dein Fifi mal weg, bitte. Ihr beiden seid ein bisschen heftiger, weil ihr auch schneller schlagt. Ich habe jetzt einfach mal meine Angriffskraft nutzen wollen. Klappt nicht so gut. Ich will schon dich am liebsten erledigen. Immerhin nur noch einer. Und ich konnte nicht angreifen, weil meine Ausdauer einfach mal sonst wo war. Wo ich sie nicht mag. Sehr schön, dass der wenigstens noch traf. Ja, komm her, Fifikus. Apropos Kuss, meine Waffe will einen Kuss haben, einen Zungenkuss. Also streck sie schön aus, damit ich sie abhacken kann. Blutsteinscherbe, die droppen das? Nice. Dann fehlt mir nur noch ein, um meine Waffe auf +2 zu machen. Und die Wölfe sind kein Problem gerade. Ich glaube, die Kleriker-Bestie hat mir eins gelehrt. Ausweichen. Ich glaube, das habe ich ein bisschen mehr manifestiert, als ich gegen sie gekämpft habe, weil ich es einfach musste. Und es fällt mir jetzt leichter. Das ist jedenfalls, was ich so, was der Anschein ist, dass ich merke. Da unten ist die Völkerwanderung, deswegen gehe ich da nicht so gerne durch. Da muss ich so viel kloppen. Und da unten war es schon heftig. Also gut, die Kanalisation ist das Einzige, was ich sehe. Als Weg. Ich nenne sie mal Kanalisation, aber ich weiß nicht wirklich, ob sie das ist. Aber es sieht halt so aus. Point of no return, wenn ich so lang gehe, weil hier gibt es keine Leiter. Ob es hier auch illusionäre Wände gibt in diesem Spiel?
Bis jetzt hat nichts darauf hingedeutet. Okay, hier kriege ich Falldamage? Ein bisschen Falldamage, ja. Was geht denn mit dir ab? Du bist heftiger. Ich hätte einen Drop Schaden machen können. Der kann nicht auf die andere Seite. Also wenn ich da unten hingehe, komme ich da über die Brücke. Okay, es ist also möglich. Und da hinten ist noch einer von denen. Ich sollte es also wagen. Ich nehme mal die Blue Fiole. Ich sollte es also wagen und probieren. Trial and Error. Der Typ ist natürlich jetzt runtergefallen. Das sehe ich. Er ist jetzt unten bei den Ratten. Ist vielleicht besser so, wer weiß. Aber dann wiederum mit den Ratten zusammen zu swarmen, ist vielleicht nicht das Positivste, was ich aus dieser Sache schöpfen konnte. Das sind zwei Stück. Ich will gegen einen kämpfen. Ich schnapp ihn mal an. Oh, er kommt hochgesch... Ihr seid langsamer. Er hätte an dem Falldamage ruhig sterben können. Warum ist der andere unten? Warte mal, er ist an dem Falldamage gestorben. Ich hab's genau gesehen. Me likes. Die Frage bleibt trotzdem, warum ist der andere wieder unten? Hat er keine Lust auf dieses Spielränzchen, was ich hier treibe mit dem... Ich töte alles. Das ist die Frage. Dies ist eine Frage, die ich nicht wage zu beantworten. Ein Speer. Er wird stechen. Oder er schwingt. Das ist ineffizient, Freundchen. Dafür verdienst du es, zu sterben. Gut, Violen. Dass die jetzt alle so mehrere fallen lassen, so zwei Stück auf einmal. Warte mal, sind beide tot? Wurden sie von den Ratten erledigt? Ich höre sie jedenfalls nicht mehr. Man, was? Man kann auf die Balken? Nun, da ist eine Leiter. Wenn ich das tue, dann will ich auf jeden Fall die Ratten vorher loswerden, damit sie nicht durch meinen Falldamage leichteres Spiel mit mir haben. Ehrlich gesagt, das ist auch das Einzige, was ich tun kann, weil viel weiter geht's nicht, oder? Ja, ich kann schon hier aus auf die Balken, aber dann würden mich die zwei Ratten attackieren. Na gut, zwei. Auf jeden Fall die eine. Und die will ich loswerden, bevor das soweit ist. Die Ratten werden wahrscheinlich vergiften. Es war in Dark Souls so. Ich vermute es mal ganz stark, dass sie es auch hier tun. Und Gift ist hier sowieso so ein Common Theme. Unter den... Wow! Sprungattacke! Unter den From Software. Mann, sind das viele. Fällt mir auf, was für komische Augen die Dinger haben. Zwei Blutfiolen. Die kommen gerade nicht auf mich zu. Me likes. Dennoch, ich habe das Gefühl, als wollte ich sie auch loswerden, weil sie mich irgendwann swarmen könnten. Komm her und drop Menschlichkeit. Wurfmesser. Wirklich nette Augen. Das sieht fast aus wie Insektenaugen, aber es sind richtige aufgequollene Pupillen. Da ist der Freund. Der Freund Blase, der eben verschwunden ist. Dann halt noch einen investieren, aber... Leute! Das stört so ein bisschen im Spiel, das Spielgefühl. Möchte ich mal anmerken. Dass hier andauernd diese PlayStation 4-Meldungen kommen. Warum bin ich auch mit dem Internet verbunden gerade? Mensch. Harm. Oder Harem. Naja. Habe ich mir schon ein bisschen heftiger vorgestellt. Dann wiederum habe ich aber auch aufgelevelt inzwischen. Vitalität, Ausdauer, vor allen Dingen die Ausdauer macht's. Die habe ich ja gewonnen. Also wäre ich hier vorhin gegangen, wäre es vielleicht nicht so glimpflich gelaufen wie jetzt. So, Damage los. Wird das Wasser hier irgendwo tiefer? Ich habe die Befürchtung. Aha. Du warst zu laut. Hey, das nenne ich einen guten Einsatz. Hab aber trotzdem keine Lust, dass ich davon getroffen werde. Ich hoffe, du verstehst das. Kannst du es mir nachfühlen? Wie? Du machst einen Schaden. Du stirbst. Was? Du bist nicht tot. Da sprach der totale Übermut aus mir, von dem du stirbst und es dann auch noch annehmen und fast den Hit kassieren. Ein Glück, dass er so langsam ist.
So. Wir nehmen uns das alte... Die Jägerausrüstung. Also, die Werte sind unterschiedlich. Was ist denn das? Also ja, das schon. Es sieht stylischer auch aus, aber ich will wissen, was das Sternchen... Ach, da steht's doch, Arkan. Arkane Verteidigung. Und Blitzverteidigung wird niedriger. Ein Standardkleidungsstück der Jäger, hergestellt in der Werkstatt. Gute Jägertracht, die sicheren Schutz für alles für alle bietet, die gegen die Bestienbedrohung Jarnams kämpfen. Ich muss die ganze Zeit rülpsen, deswegen. Hab's aber unterdrückt. Diese Kappe erkennt man an ihren alten Federn. Sie wurde nach dem Vorbild eines alten Jägers gestaltet. Ich mag sie. Vom Aussehen her finde ich sie so viel stylischer. Auch das Gewand. Ermöglicht das unbemerkte nächtliche Verfolgen von Bestien. Ist das echt ein Effekt? Einsicht? Ist das der Effekt? Nein, das haben alle. Das ist mein Attribut, ehrlich gesagt. Ebenfalls. Und alles, außerdem Hut ist alles besser. Hey, ich sollte es schon anlegen, die Jägerhose. Also gut, das ist der neue Drag Linus. Das ist dieser Standardaufzug, den man in den Bloodborne-Trailern gesehen hat. Und das war's? Ja, die stehen doch bestimmt alle auf. Hey, es wird täglicher. Ich weiß nicht mal, wo ich lang kann. Ich kann mir das Ding da oben holen, aber ansonsten bin ich ratlos, wie ich hier weiterkomme. Ohne Falldamage zu kriegen oder zu sterben. Finde ich alles eher ungeil, ehrlich gesagt. Nun gut, ich wollte mir Tausende zusammensparen, um eine Kleidung zu holen. Aber die Kleidung, die ich jetzt anhabe, kommt ja in etwa gleich. Außer Arkane und Blitzschaden. Das wird wahrscheinlich für alle Kleidungsstücke gelten, aber... ja, insgesamt brauche ich sie ja dann nicht mehr. Typisches Balancieren, alles Dark Souls. Waren das jetzt 5 oder 3? Ich habe es nicht genau beobachtet. Das ist eine Einbahnstraße. Sieht aber nicht viel ab. Nein, das klappt doch nicht. Das ist echt ein Point of No Return, wenn ich hier lang gehe. Aber was für andere Wege habe ich? Es ist schade um die 2000, die ich mit mir trage. Aber ich kann... Mir fällt nichts anderes ein, wo ich lang gehen kann. Ich will auf den anderen Balken. Hä? Okay, aber es hat geklappt. Gut, das reduziert schon mal Falldamage. Die werden doch alle aufstehen und mich swarmen. Ich sehe es doch. Sie strömen in einer Masse auf mich zu. Die haben doch hundertprozentig Gift-Damage. Aber nur du bitte. Ich will jetzt so ein bisschen aus der Masse rauslocken. Wenn ich das darf. Bin natürlich schön vom Molotow-Cocktail. Ihr seid langsam. Ich habe zwei getriggert. Unvorteilhaft. Wenn du die Güte hättest, aus dem Knäuel rauszukommen. Ich will mich von euch nicht unbedingt treffen lassen. Ich würde sagen, garantiertes Toxin. Ist nur so eine Vermutung, aber... Ich nehme es einfach mal stark an. Ich vermute auch, dass hier irgendwann mal unter dem Wasser so eine Bestie lauern könnte. Blutfiolen. Und Quecksilberkugeln. 10 Stück? Warum existiert das? Illusionäre Wände oder sowas. Das ist immer ein FromSoft. Hier kommt man hoch. Okay. Es scheint aber nichts Unterirdisches zu geben. Ich hoffe, das bleibt kein Einzeleindruck. Hä? Der da hinten, das ist was anderes. Das ist ein Rabe.
Zwei Stück. Ich krieg langsam Hunger. Immerhin einen bin ich losgeworden. Ist ja gut. Kannst auch einfach sagen, dass du sterben willst. Ich tue dir den Gefallen gerne. Ich habe damit wirklich kein Problem. Das da hing, hat mir Sorgen bereitet. Ja, schon wieder. Ich erschrecke richtig dabei. Weil die Raben zum Beispiel so übel schnell auf einen zustürmen und... das sorgt für den Effekt, dass ich schreckhaft werde. Dass irgendwas von oben kommt, weil ich sowas vermute. Okay. Wofür existiert dieser Gang? Ich vermute hier Geheimnisse. Ich vermute hier Wunder. Ich vermute hier das Verborgene. Das, was man mit dem Auge nicht sofort sieht. Wurde aber enttäuscht. Entweder das oder ich mach was falsch. Hey, in Dark Souls 2 musste man Wände antippen mit X. Das habe ich gemacht. Dark Souls 1 musste man sie anschlagen. Mit der Waffe. Das habe ich auch gemacht. Ob es eins von den beiden ist, wenn es das gibt. Ja, ob es das überhaupt gibt, das ist ja die Frage. Da kommt man auf jeden Fall irgendwann hoch. Hi. Wo? Und was vor allen Dingen? Oben? Klingt nach oben. Schade, dass ich hier kein Schild heben kann. Ich hätte jetzt so gerne ein Schild, um Überraschungsangriffe abzublocken. Ich vermute mal, dass es hier jetzt dann nicht weitergeht. Irgendwas hat sich selbst umgebracht. Deswegen will ich vielleicht nach oben. So viele Wege, so viele Möglichkeiten, so viel Wahl. So viel Wahl vor allen Dingen. Lieder habe ich gehört. Ich bin mal nicht zu schnell. Ich erwarte, dass das Spiel fies wird. Okay. Nein, das kenne ich doch nicht. Ich wäre hier doch schon mal runtergegangen sonst. Ich freue mich, wieder oben zu sein und vielleicht eine Abkürzung zu entdecken. Ich habe da was, das nennt man Hackebeil. Ich habe gehört, das soll bei deinen Problemen helfen. Ich nehme trotzdem eine. Ich krieg ja genug jetzt. Wer weiß, wie lange das noch ist. Wissen das... was? Uch, die habe ich aus Versehen eingesetzt. Immerhin zwei Kiesel rausbekommen. Wissen des Verrückten. Da steht Schädel eines erleuchteten Verrückten. Bringt Einsicht. Kontakt mit der unheimlichen Weisheit ist ein Segen, denn selbst, wenn man davon verrückt wird, dient man doch fortan einem höheren Sinn denn, für die Nachwelt. Was ist Einsicht? Wenn ich das mal fragen darf. Natürlich darf ich. Ich muss ja irgendwann mal herausfinden. Immerhin wird das wohl ein Key-Feature werden, was ich mal einsetzen sollte. Das da hinten ist eine Brücke, aber eine andere ist die, die ich kenne, oder? Na, es ist ein... Ist es ein Steinklopper? Nein, der hat was anderes. Ihr wollt mich dazu bringen, die Tür zu öffnen? Oh Himmel, diese Verdorbenheit. Ja, ich will rein. Ja, guck mal, was da vor eurer Tür lauert. Doch nicht so stark, wie ich dachte. Aber ich hab's jetzt einfach mal gemacht. Hey, wenn ich durchkomme und eine weitere Lampe finde oder eine Abkürzung zu meiner originalen Lampe, hat sich das gelohnt, dass ich das gemacht habe, würde ich sagen. Weil ich dann ja immerhin all meine Blutechos investieren könnte, um noch mehr Molotow-Cocktails zu erwerben. Mehr Cocktails sind mehr Cocktails und ich weiß, wo ich bin. Tja, Leute, hier sind wir schon mal gewesen. Auf der anderen Seite, logischerweise. Ich habe euch gesagt, dass der Mechanismus der Hebel ist. Erinnert ihr euch, wo wir unseren ersten Steinklopper gefunden haben? Und da unten sind die, oben sind die ganzen Hunde. Mhm, hier sind wir.
Was bedeutet, wir haben einen Full Circle, einen vollen Kreis gemacht. Okay, ich kann also jederzeit wieder unten in dieses Stück der Kanalisation. Ansonsten gab es keine Abzweige von da. Nur runter und dann gab es von da aus zwei Wege. Okay, dann würde ich sagen, nutze ich mal die Gunst der Abkürzung der Stunde. Rechts Völkerwanderung, ich muss links gehen, wenn ich irgendwie abkürzen will. Aber immer durch die Hunde ist natürlich auch ein kostspieliges Unterfangen. Ja, aber ich habe hier jetzt eine ganze Menge Blutfiolen. Sorry, das musste einfach mal sein. Okay, ich habe schon gesehen. Also der Kugel bin ich ja irgendwie mit meinem Kopf ausgewichen. So, das haben wir. Ausweichen macht langsam richtig Spaß. Ich lerne es. Nein. Ich habe dich wohl bemerkt. Und ehrlich gesagt, denke ich, dass dieser Schwung dann ein bisschen heftiger ist. Dann, warum? Ich kann mich nicht ewig zurückdrängen lassen. Ich muss jetzt erstmal, warte mal. Das bedeutet aber, dass hier Raben sind. Das sind Raben. Wenn ich das auf einen dezimiere, ist es immerhin schon mal besser. Hinter mir. Ich höre doch Schritte. Na! Das kostet mich langsam all meine Ausdauer. Und vor allen Dingen meine Geduld. Aber ich habe mit denen reichlich umgehen gelernt. Stirb. Okay, das war's noch nicht. Ich dachte eigentlich, dass er eher auf mich charten würde. Aber okay, es hat geklappt. Vor dem brauche ich nicht mehr so wirklich Angst haben. Ich merk's schon. Wir nehmen die mal vorsichtshalber, weil die Schüsse ziehen enorm viel ab. Und da ist immer noch ein Hund. Ich muss jetzt mich bewegen. Sonst erschießt er mich einfach so hinterrücks. Kalt. Aus dem Nichts heraus. Ich war zu früh. Ein klein wenig zu früh. Aber hey, es klappt. Und da sind wieder unsere zwei Lieblingswölfchen, an denen wir nicht vorbei müssen. Vor allen Dingen, weil sie auch tot sind. Ich war hier ja schon. Und da geht's wieder zu unserer Kanalisation. Und hier zu der Brücke. Gut, also ich kann jetzt einerseits zu der Brücke da hinten, muss dann an den Steinklopper vorbei. Oder ich kann durch das Haus, was vielleicht die bessere Variante ist. Weil ja dann die drei Schraben und der Steinklopper nicht da sind. Aber ich komme, und das weiß ich, auf beide Wege dann zurück in diese Kanalisation. Und ich schätze mal, das ist Fortschritt. Genug für diesen Part. Genug für meine Aufnahmesession, die jetzt mal endet. Wir gehen zurück und investieren noch. Ich würde mal sagen, das bin ich euch schuldig. Wir können aufleveln. Das Problem ist ja, weil das blind ist, habe ich keinerlei Ahnung von den Waffen, die ich kriegen werde. Also weiß ich nicht, welche Attribute ich will. Ein Level-Up kostet mich jetzt so an die 1100. Ich muss, was wünscht ihr? Ich muss eingeschlafen sein oder so. Nun gut, lasst mich näher kommen. Vitalität, Geschick, Stärke, Blutfärbung. Kriege ich in irgendeiner Weise R3-Hilfe? Ja, das ist gut. Hier, Blutfärbung. Attribut, das Kraft von Quecksilberkugelwaffen bestimmt. Legt fest, ob du bestimmte Ausrüstung verwenden kannst. Aha. Attribut, das Kraft von arkanen Angriff bestimmt. Legt fest, ob du bestimmte Ausrüstung verwenden darfst. Stärke, Waffen. Und Geschick. Meine Skalierung ist ja eher auf Stärke. Um einen Punkt?
Das hier auch nur um einen Punkt. Oh je. Ich gehe noch einen Punkt um Aufdauer. Ich schätze mal, wenn ich das Grundregel wahre, werde ich das richtig gut schaffen. Lebt wohl, guter Jäger. Möget ihr... Danke. So, ich hatte 4. Aber hatte ich auch das 5. bekommen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nein, mir fehlt es. Ich habe nur 4. Gut. Dann würde ich sagen, speichern tut ja hier alles automatisch. Wahrscheinlich. Hier in den Einstellungen. Anpassung, Netzwerk und so weiter. Okay. Dann würde ich sagen, meine Aufnahmesession endet hier. Danke fürs Zusehen. Kommentiert nicht vergessen. Klar, kleines Part over and out. Bis zum nächsten Part von Bloodborne. Mal winken. Tschüss.